Hallo und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea und bin unabhängige Step-In-Up-Demonstratorin. Ja, und ihr seht schon, ich wollte euch heute mal wieder ein bisschen Bastelideen zeigen, Bastelinspirationen, sage ich jetzt mal. Und zwar habe ich mir gedacht, es ist ja die neue Stanz- und Prägemaschine, jetzt dann ab 1. September erhältlich. Und ich zeige euch mal einfach mal, was für Möglichkeiten sich ergeben mit Stanzformen einfach. Und ich zeige euch die einzelnen Karten einfach mal und die dazugehörigen Sachen, was ich verwendet habe. Es ist ganz spannend, was da manchmal so rauskommt. So, und zur ersten Karte, das ist eine Karte zur Taufe, Segenswünsche zur Taufe. Die Grundkarte ist in Kussrot, das ist diese alte Incolor-Farbe, was ja, ich finde die nach wie vor total schön. Und da habe ich das Wort Taufe mit Silber embossed, also ich ziehe ganz edel aus und verwendet habe ich da das Stempelset ewige Blüten mit den dazugehörigen Stanzformen, also diesen Zweig hier habe ich benutzt und auch die Blüten und die Blätter und das Set, das ist ein altes Set schon, Segensweste. Da hat eben diese schönen Schriften hier für sämtliche kirchliche Feste. Genau. Und das ist eine Z-Fold-Karte. Die habe ich schon mal in einer ganz anderer Form gebastelt, und zwar als Jugendkarte oder jugendliche Karte in so Jade- und Bermuda-Tönen mit Sprenkel und Gitarre. Und da, ich schau mal, ob ich sie euch hier an das große I setzen kann. Und die geht so auf. So sieht sie von der Seite aus. Und hier ist eben noch Platz für den, hoppsala, fällt es mir gleich runter, Spruch oder für Glückwünsche. Genau, also ganz edel sieht der aus. So, dann habe ich hier Karten, da habe ich dieselben Stanzformen verwendet. Und zwar hier eine Karte, also das ist jetzt auch nochmal Kussrot. Da habe ich den Hintergrund geprägt und auch mit Schwämmchen teilweise bearbeitet. Ich weiß nicht, ob das die Kamera jetzt so einfängt. Die Blüten habe ich mit Schwämmchen ein bisschen bearbeitet. Und hier habe ich die 3D-Prägeform Feldblumen verwendet. Die gibt es leider nicht mehr, aber es gibt andere Blumenprägefolder, mit denen das ja auch ganz gut nachzubasteln ist wieder. Und die blumige Überraschung, das Set aus der Celebration, das habe ich dazu verwendet. Da habe ich hier diese Blüten bearbeitet, mit Fingerschwämmchen auch die Ränder nur bearbeitet und auch hier innen gestempelt. Bei mir gibt es immer den passenden Briefumschlag auch mit dazu, wo ich einfach das Design einfach wiederhole nochmal. Und das hier ist weiß embossed auf schwarz. Und da habe ich eben aus den Stanzformen, ich spicke mal kurz, bezaubernde Etiketten, das gehört zu dem Mondblütenset, habe ich mir diese Stanzform ausgesucht. Genau, dann noch ein Band dran gemacht und schon ist eine schöne, eigentlich ganz einfache Karte fertig. Das ist Pergamentpapier hier, diese Blätter noch. Das ist die Stanze Blätterzweig, die gibt es ja leider nicht mehr, aber es gibt ja andere Blätter auch. Genau, also eine ganz einfache Karte. So, ich lege das mal kurz auf die Seite. Und dann habe ich hier mit dem Set Sternenglanz, das ja eigentlich ein Weihnachtsset ist, habe ich diese Karte gestaltet. Das ist ja eine Geburtskarte. Und da habe ich mir diesen Swirl außen auch eben mit diesen Stanzformen ausgestanzt und habe mir den Kreis, also da bleibt innen der Kreis komplett, den habe ich mir extra noch ausgestanzt hier mit den lagenweißen Kreisen. Und habe hier für die Sterne, habe ich mir hier die Stanzformen bestickte Sterne eben. Das heißt so ein ganz, ich sag mal, reichhaltiges oder vielseitiges Set. Also da gibt es halt diese filigranen Spitzen, diese filigranen Sterne, nur eben diese bestickten. Und ich habe mir rausgenommen diesen Swirl und diese 5 Sterne hier, die fallen einzeln dann auch noch raus und die habe ich eben hier vorne verwendet. Hier gibt es noch 2 große, die passen immer bei mir gar nicht alle rein. Und die gehören eigentlich zu diesem Set. Für innen habe ich mir diesen Stempel noch ausgesucht, auch für den Briefumschlag außen. Und hier außen, das habe ich bloß mit Tinte in Jade und mit einem Aquapainter einfach so einen Aquarellhintergrund gemacht. Und die Sterne, man sieht es hier funkeln, die habe ich mit Wink of Stella noch beglitzert. Einen habe ich mir hier einmal mit
Dimensionals hochgesetzt, die anderen habe ich plan aufgeklebt und hier habe ich noch die Initiale oder den Anfangsbuchstaben von dem Baby eingestempelt mit dem Set aus der Kreativwerkstatt. Da kann man ja die einzelnen Buchstaben super gut zusammensetzen. Und hier habe ich noch verwendet den Prägefolder. Da unten habe ich einen Hammerschlag. Das ist auch so eine 3D-Prägeform. So sieht sie aus. Nehmen wir das Papier weg. Also man kann ja mit der neuen Stanz- und Prägemaschine nicht nur stanzen, sondern auch prägen ganz toll. Und es gibt eben ganz tolle Effekte. Wenn man die Karte aufmacht, also die ist hier hinter den Sternenspitzen verschlossen, dann habe ich mir hier eben diesen Swirl noch eingeklebt und hier noch ein paar Sternchen gestempelt. Und da kommt dann der Glückwunsch rein. Und hier, nachdem ich ja Sterne in Gelb, also das ist Safrangelb und Jade, gebraucht habe, habe ich hier dann den anderen dazu verwendet. Genau, und verschließen lässt sich es eben wieder, indem man vorsichtig hier die Karte unter diesen Sternenspitzen verschließt. Und hier habe ich die, sieht man das? Ja, ich glaube, nur die Außenlinien, also außerhalb von diesem Stickmuster, auch noch mit, da sieht man es ein bisschen, mit Wing of Stella beglitzert. Und das Herzlich Willkommen, das stammt aus dem Erdmännchen-Set von der Celebration. Genau. So, dann habe ich hier eine Karte gemacht mit Tieren, die auf einem Boot oder einem Schiff fahren. Das ist eine Aufstellkarte. Ich zeige es euch mal von der Seite. Die kann man so herstellen. Eine Dankeschön-Karte. Wir finden dich einfach super. Das war für einen Kindergarten. Und da habe ich eben verwendet das Set, machen wir so, dass man sieht, Gemeinschaftsgrüße mit den tollen Tieren. Also die sind super schön mit Stampin' Blends zu kolorieren und auch zu schattieren. Das geht richtig, richtig super. Da sind auch die Sprüche draus. Und dann habe ich noch verwendet, Set die Segel mit dem Anker und dem Kompass. Auch die Vögelchen habe ich da draus verwendet und die dazugehörigen Stanzformen. Das habe ich ja hier ausgestanzt und auch diesen Knoten und das Steuerrad hier. Und das Wort Ahenur habe ich wieder mit den Buchstaben aus der Kreativwerkstatt eben drauf gestempelt. Und so ist eine ganz schöne Karte, finde ich, entstanden. Hier habe ich wie so eine Art, ja, Bullauge, sage ich jetzt mal, auch noch Wellen als Hintergrund gestaltet, sage ich jetzt mal. Also das ist Marineblau und Rauchblau. Und da habe ich mir einfach mit dem Aquapainter noch ein paar Wellen gemacht und bin sogar mit den Stampin' Blends in Rauchblau eben auch noch ein bisschen reingegangen, damit das noch ein bisschen mehr Bewegung hat. Und für diese Wolken da hinten, da habe ich mir genommen, die gibt es ja leider nicht mehr, aber ich habe immer gesagt Wolkenstanze dazu. Das ist so eine Etikettenstanze und da lassen sich super gut Wolken machen. Also der ein oder andere hat die sicher auch noch zu Hause. Also Wolken, Himmel, Hintergrund, das kann man hier ganz, ganz toll machen. Ich habe mir die einfach da noch ein bisschen eingefärbt mit Fingerschwämmchen am Rand. Und so, ja, ist diese Karte entstanden. Dieses Holzpapier, das ist aus dem neuen Jahreshauptkatalog 2020. Da ist ja das tolle Holzpapier aus der Reihe Ganz mein Geschmack. Genau, das bietet sich da natürlich an. So, und dann habe ich euch erst diese Gutscheinkarte gezeigt, die schöne mit den Sommerblumen, die mit dem Riegel hinter der Sonnenblume eben verschlossen wird und hier dieses Einsteckfach noch hat. Und da draus habe ich jetzt so eine Gutscheinkarte gemacht. Ihr seht schon, da kommt was raus. Und zwar ist es mein Beitrag zum nächsten Teamgeist bei Babsis Bastelwerkstatt. Da haben wir jeden Montag ein... Jeden Monat ein Teamgeist, wo einfach ja auch nochmal Karteninspirationen gesammelt werden von der Babsi, von ihrem ganzen Team. Und das ist mein Beitrag, weil man gedacht hat, Sommer, das passt super. Und unser Motto oder unser ja, Thema, sage ich jetzt mal, ist im August eben Chill mal wieder, Urlaubsgrüße. Und ich habe mir gedacht, es gibt ja ganz viele daheimgebliebene
zur Zeit und dann braucht sie auch was für die Heimat. Bisschen zur Entspannung, Urlaub im Alltag. Und das habe ich eben ganz ähnlich gemerkt. Hier bin ich mit dem Fingerschwämmchen noch ein bisschen reingegangen, habe mir vor dem Abstempeln, also das habe ich in Hummelgelb gestempelt, auf safrangelben Farbkarton, so wie hier auch. Ich verlinke euch das Video da oben auch noch unter dem i. Und bin mir hier in der Mitte einfach mit dem Fingerschwämmchen und einer Tinte in Espresso noch reingegangen vor dem Abstempeln, habe es abgestempelt und nachdem mir das dann ein bisschen zu blass war, bin ich mit dem Fingerschwämmchen in Zimtbraun da rein. Habe das Ganze noch ein bisschen beglitzert mit Wink of Stella. Habe auch hier die Ränder diesmal mit Fingerschwämmchen noch bearbeitet. Habe mir hier den Riegel, diesmal nicht in Savanne, sondern in Zimtbraun gemacht, damit das dann einfach auch zusammenpasst. Habe immer Sonne im Herzen und es ist eben keine Geburtstagskarte geworden, sondern ein Einsteckfach. Da habe ich noch einen kleinen Gruß rein. Und ein kleines Entspannungsbad, ein kleiner Gute-Laune-Gruß von mir für dich. Schön, dass es dich gibt. Genau, haben wir gedacht, das passt. Ich habe mir hier diese Tasche ein bisschen breiter gemacht mit so einer kleinen Zickzack-Faltung hier, damit eben dieses Bad hier auch reinpasst und hier ist wirklich schön Platz für Grüße. Man kann auch da noch einen Gutschein reinstecken zum gemeinsamen Eis essen und, oder einfach ein gemeinsamer Ausflug. Einfach Urlaub zu Hause, Urlaub vom Alltag, habe ich mir gedacht, das ist so mein Beitrag da dazu. Und verwendet habe ich hier genauso die zauberhaften Grüße, den Gute-Laune-Gruß und auch die dazugehörigen Stanzformen und für den Riegel hier die Stanze nach Wahl, allerliebste Anhänger, genauso wie bei der Karte auch. Also im Endeffekt sind sie die gleichen Materialien, bloß anders und sie ist einfach auch nur höher vom Format her, 16,5 cm. Genau, also das sind so die zwei Karten nochmal im Vergleich. Geprägt habe ich sie hier genauso und man kann die Prägeformen super gut verlängern. Also die Prägeform ging jetzt bis hier hin und mir haben die letzten 1-2 cm hier nur gefehlt. Und das lässt sich super mit diesen, ich zeige es euch mal kurz noch, mit diesen, lass mal nochmal auf, Blättchen, das lässt sich super gut hier, ich sag mal, wie arretieren. Also man kann es so richtig reinlegen und dann kurbelt man sich einfach den letzten Rest nochmal durch, also das geht richtig gut. So als Tipp, wenn ihr irgendwas Längeres braucht, da habe ich ja diesen Embossing-Folder mit den Blättern aus dem ewigen Grün verwendet. Ja, und dann habe ich im selben Kartenformat oder Layout eigentlich wie diese Karte hier, die ich ja euch gerade gezeigt habe, habe ich diese Karten hier gemacht. Und zwar habe ich eine Karte gebraucht für eine Näherin zum Geburtstag. Und dann ist das hier rausgekommen. Ich muss ein bisschen weiter weghalten, glaube ich. Sonst steht meine Kamera wieder gelb. Und da habe ich eben ganz viele Stanzformen benutzt. Und zwar haben wir ja ganz viele Stanzformen mit diesem Stickmuster. Oder mit so... Ja, jetzt steht es scharf. Mit so, ja, ich sag mal Nahtmuster. Und da habe ich mir gedacht, für eine Näherin ist das ja genau richtig. Ich habe es hier noch in einer anderen Farbe. Also ein Kleid, das habe ich mir ausgeschnitten, habe mir diese Falten einfach so gelegt und dann mit Dimensionals, man sieht es von unten hier, einmal diese Falten einfach hingelegt, habe mir den Oberteil ausgeschnitten noch und dann dieser Gürtel, das ist jetzt Safrangelb auch, den habe ich mir einfach nur draufgesetzt, einfach um diesen Übergang zu kaschieren und habe mir da eben eine Blüte noch hergesetzt. Das ist diese, da gab es mal so ein Dreier-Set mit Blümchen und mit Blättern, die habe ich da verwendet. Und habe eben da ganz viele Sachen mit diesen Stickmustern verwendet. Und im Hintergrund auf beiden Karten habe ich hier diesen 3D oder diese 3D-Präge vom Grazile Diamanten aus dem Pfingstrosen-Set verwendet. Also das ist eine ganz feine und tolle Prägeform. Ich mag die ganz, ganz gerne. Und als Stempelset für dieses herzliche Glückwunsch habe ich mir ausgesucht noch die blühenden Worte. Also das war so ein zweiteiliges großes Stempelset, das gibt es leider nicht mehr. Aber ich fand das immer ganz toll. Also das war, ich glaube, mein allererstes Set, was ich mir damals gekauft habe, weil das einfach so viele schöne Sprüche dabei hat und diese tolle Ranke und die tolle Blume, die man so schön 3D zusammensetzen kann.
Aber der ein oder andere hat sicher noch, und ein herzliches Glückwunsch ist ja in mehreren Stempelsets einfach auch noch drin. Und dann zeige ich euch einfach mal die Stanzformen, die ich dafür benutzt habe. Und zwar die Stickmusterrahmen, das sind ja Quadrate, Kreise und Ovale, die habe ich innen benutzt. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Innen sieht die Karte nämlich so aus. Die habe ich hier für meinen Spruch verwendet. Genau. Dann dieses Etikett, und zwar das größte, das habe ich hier außen verwendet. Eben auch bei der, schon mal den Briefumschlag auf die Seite, bei der anderen Karte. Und auch innen. Und die habe ich noch, ja, auch noch mal bearbeitet hier hinten. Und zwar ist es eine Stanzform. Moment, ich muss das raussuchen. Die heißen bestickte Etiketten. Das ist auch ein altes Set, aber da habe ich diese Form rausgenommen. Und die gibt eben dann diese Perforation hinten dran. Und da habe ich mir auch rausgenommen, diese Stanze, das ist wie so ein Kreuzstich. Und die habe ich mir hoppla, hier, auf meinen Verschlussriegel gemacht. Sieht man das? Und das ist ein Farbkarton noch. Da habe ich auch diese Stanze nach Wahl, allerliebste Anhänger, benutzt. Und da ist eben dieses, ja, wie so ein Lochmuster oder, ja, mich erinnert es an Kreuzstich. Genau, das habe ich da draus verwendet. Dann habe ich hier diese Stanzform benutzt aus den raffiniert bestickten Rahmen. Und zwar nur diese längliche hier. Und die hat ja wie so gepunktelte Perforationen. Und die habe ich mir hier vorne benutzt. Habe mir einfach ein breiteres Stück runtergeschnitten, habe mir das hier einmal geprägt. Und da, die ist natürlich jetzt ja auch nicht lang genug. Und da habe ich es gemacht wie bei der anderen Prägeform. Das lässt sich super gut, ich sag mal, erhabenen, ja, wie soll man das sagen, Punkte, lassen sich super gut hier rein arretieren. Also das hält richtig fest und dann kann man den Streifen einfach bis dahin nochmal durchkurbeln. Und danach habe ich mir erst den Streifen einfach schmal abgeschnitten. Also es geht richtig gut. Das habe ich mir hier gemacht und auch hier innen bei dem breiteren. Hier habe ich es mir mit Fingerschwämmchen noch geinkt am Rand. Genau, das sind die Stanzformen. Also da habe ich mich mal so richtig ausgetobt. Und dann habe ich hier noch die Stanzformen so stilvoll benutzt. Die sind ja aus diesem Stempelset aus dem Frühjahr-Sommer-Mini-Katalog 2020 mit diesem Lippenstiftschuhen, mit den Flakons und eben auch die Stanzformen mit der Handtasche. Die gibt es auch im neuen Jahreskatalog noch. Und da habe ich mir diese Schnallen und auch die Knöpfe rausgenommen. Und die sind eben hier innen mit verarbeitet. Die Schnallen habe ich mir da einfach aufgefädelt. Das ist ungefähr 1 Zentimeter breit, dieser Streifen. Die lassen sich da super gut auffädeln. Und die Knöpfe, hier habe ich mir auch noch ein bisschen geinkt außenrum, habe ich eben hier verwendet. Das habe ich hier per Hand ausgeschnitten und habe hier einfach noch Silbergarn drumherum gewickelt und habe mir das einfach aufgemalt. Hier ist diese kleine Blüte und hier habe ich einfach wie so ein Schnittmuster einfach aufgezeichnet und gestrichelt mit einem schwarzen Stift, mit dem Stampin' Write Marker. Und hier habe ich mir sogar auch noch die Ränder so ein bisschen geinkt. Auch das ist Farbkarton in Granit und das war auch Tinte in Granit. Auch hier Granit. Und das war Tinte in Rokoko Rosa. Das ist auch wieder aus dem Stempelset, aus der Kreativwerkstatt mit den einzelnen Buchstaben. Und die Schrift ist aus dem Stempelset Gut gesagt. Das ist ja auch so ein zweiteiliges. Das hier könnte man super gut, denke ich, auch für Lederhose oder Dirndl-Sachen verwenden. Also diese Blütchen und auch diese Schnallen mit dem Träger. Sieht so ein bisschen alpenländisch auch aus, finde ich. Hier habe ich die ganze Karte geprägt mit dem 3D-Prägefolder. Und hier für den Rand, da habe ich noch benutzt die Stanzformen mit den Herzen. Herzlich bestickt heißen die. Und da habe ich mir diese Randstanze rausgenommen. Und das ist hier eben. Und das habe ich auch hier für den Briefumschlag nochmal verwendet. Genau, der gehört eben da dazu. Hier noch ein Band dazu. Das ist das Granitband aus der Pfingstrosenreihe. Und hier habe ich es ganz ähnlich gemacht. Da habe ich jetzt mir bloß mit diesem Rahmen
beidseits eben dieses Stickmuster gemacht. Ein bisschen anders, ein bisschen an der Schleife, damit es passend ist. Habe mir hier keine Glitzisteine wie hier, sondern auch aus der Pfingstrosenreihe diese Akzente draufgesetzt. Und innen ist es eben auch ganz ähnlich. Ein bisschen anders. Ich zeige es euch mal zum Vergleich. So, habe eben da auch dieses Schnittmuster und den Geburtstagsgruß. Hier habe ich Safrangelb und Flüsterweiß genommen. Und das ist Flieder und Heideblüte. Genau, und das ist noch ein Papier aus diesem einfach Klasse heißt es, glaube ich. Aus diesem Stempelset mit die oder zu dem Stempelset mit diesem Taschen auch oder Standset. Genau, so ein bisschen im Vergleich. Also das ist, wirkt gleich ganz anders, wenn man da einfach anderes Papier verwendet. Und verschlossen ist es wie bei der Sonnenblume, einfach hinter diesem Etikett mit dem Riegel. Und schon sind zwei Karten fertig. Wie gesagt, mit passendem Briefumschlag ja, für eine Näherin. Also dies ist eine ganz leidenschaftliche Näherin und da passt es natürlich richtig gut. Ich hoffe, sie freut sich drüber, wenn sie es kriegt. Ja, das waren so meine Kartenideen der letzten Zeit und auch, wie gesagt, ich wollte euch mal zeigen, was Stanzformen möglich machen. Man braucht natürlich nicht alle und nicht so viele, aber wie gesagt, gerade das war eigentlich so der Ideengeber zu diesem Video, weil ich da eben so viele Stanzformen benutzt habe, mir halt einfach auch die rausgesucht habe, wo diese Stickmuster drauf sind. Ja, also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln, beim Nachbasteln. Genießt den Sommer. Ihr könnt die tollen Produkte von Stampin' Up! Gerne über mich bestellen. Einfach unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com. Und dann freue ich mich schon bis zum nächsten Mal. Ihr könnt mir gerne ein Abo, einen Kommentar und einen Daumen hoch da lassen. Da würde ich mich freuen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis bald.